Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ich habe nur ein ganz kurzes Video für euch, weil ich war beim Action mal wieder. Und dieses Mal habe ich allerdings auch nur die großen Weihnachtsblöcke bekommen. Da freue ich mich aber trotzdem drüber. Und dann war ich noch beim Teddy. Und dann wollte ich euch gerne zeigen. Die Blöcke kennt ihr ja schon. Bin ich richtig, richtig froh, dass die jetzt bei mir auch waren. Aber wie gesagt, auch nur die großen, keine kleinen. So, die Modelle sind ja hier. Ich halte die euch mal so ran, weil dann brauchen wir nicht blättern. Da könnt ihr ja bestimmt sehen, welche Motive da drin sind. Deshalb halte ich die mal so. Und die, wie ich finde, schön. Richtig, richtig tolle Weihnachtsblöcke. Schaut mal. Und diese. Kennt ihr ja bestimmt schon, aber falls nicht, der ist natürlich so ein bisschen in so einem hellen Farbtönen. Muss ich trotzdem noch mal hin, weil ich brauche immer noch die kleinen Blöcke und die Prägefolder. Und diesen. So, dann habe ich mir auch mal den Applikator mitgenommen von Action. Da sind ja ein paar Folien drin. Das ist der Inhalt. Wenn ich euch den mal so zeigen darf, könnt ihr vielleicht schauen. Also das ist drin, ne? 5x Goldfolie, 5x Silberfolie, dann dieses 10x, dann For You, Love You und hier dieses, wo es dazwischen kommt. Und dann muss ich natürlich schauen, ob ich noch andere Folien bekomme. Die waren beim Action ausverkauft. Die habe ich mir trotzdem mitgenommen. Und noch 2x so Glitterblöcke, weil ich ein paar Teile jetzt schon ausgestanzt habe in diesem Glitter. Und ich finde schon, das macht schon was her. Da habe ich dann einmal die Farben genommen und die. Habe ich auch schon mehrfach, aber wie gesagt, ich finde die echt richtig, richtig edel. Deshalb habe ich mir die jetzt doch mal mitgenommen. Und dann hatten sie noch hier solche Folie. Die ist auch selbstklebend. Da habe ich ja diese kleinen schon von, aber ich fand jetzt auch dieses Gold zu Weihnachten schön. Und wenn die sich genauso gut ausstanzen lässt, obwohl die sieht stabiler aus, dann wird sie noch besser auszustanzen sein als die anderen, die ich habe. Deshalb habe ich mir die nochmal mitgenommen. Dann war ich beim Norma. Da habe ich mir allerdings so was Unspektakuläres mitgenommen. Die hatten da ganze Reihe von Tesa, braucht man immer für 2 Euro, habe ich gedacht. Dann hatten die Washi-Tapes verschiedene. Ich habe jetzt die Glitzer für Weihnachten mitgenommen für 99 Cent. Und dann habe ich mir 2 Döschen mitgenommen, die fand ich sehr nett. Einmal für dich, für ein Herzdöschen für dich und einmal alles Liebe. Ich glaube, da kann man auch immer ein paar Pralinchen reinpacken oder so, wenn man nicht selber eine Verpackung basteln möchte. Und habe mir diese Karaffen mitgenommen. Entweder möchte ich da was einfüllen, also Öl-Essig, aber ich habe eher dran gedacht, weil ich bekomme einfach keine passenden Flaschen für die Korken. Und jetzt habe ich mir die mitgenommen und habe gedacht, die probiere ich jetzt einfach mal aus, einfach so. Es war ein bisschen klein jetzt, die Flasche, aber egal. Probieren wir jetzt einfach mal. Und da möchte ich euch dann gerne direkt mitnehmen, um zu schauen, wie es leuchtet, ob es leuchtet, weil ich habe da schon eine ganz tolle Idee. Jetzt zwar mit richtigen Flaschen, weil ich ja jetzt auch diese Prägefolie habe, also hier diese, ne? Applikatorfolie, also nicht den Applikator, weil die Flasche kann ich da ja nicht durchsausen.
aber die Folie, die brauche ich für. So. Ja, jetzt tun wir mal die reinschieben. Wie gesagt, verzieren, das muss ich schauen, ob ich so eine kleine verziere. Aber ich wollte das halt, wie gesagt, einfach mal testen, damit man auch mal sieht, wie die so leuchtet. Weil ich habe ja erfahren, ihr findet die Korken auch sehr schön. Ja, also von der Größe würde das passen. Schaut mal. Und jetzt mache ich den mal an. Leuchtet nicht, ist auch schön. Okay. Mit Schraubenzieher, sowas liebe ich immer, ihr auch. Das ist richtig ätzend, wenn man dann auch noch einen Schraubenzieher zum Aufdrehen braucht. Also so leuchtet es nicht, scheint kaputt zu sein. Ich schaue mir das gleich an und würde euch dann zeigen, wenn die leuchtet. Oder ich muss einen neuen Korken runterholen. So, dann gehen wir mal weiter zum Teddy. Ich war dann heute beim Teddy und habe mal so geschaut, was wir so zu Weihnachten haben. Da habe ich mir einmal diese Pfeifenreiniger mitgenommen. Da möchte ich gerne aber basteln oder als Aufhänger benutzen, weil ich die einfach schön finde in den Farben. Die gab es noch in Glitzer, Gold, Silber und Weiß-Gold oder Gold-Sipp. Silberglitzer irgendwie so, aber ich fand jetzt die sehr schön. Dazu die passenden Pompons. Da möchte ich auch irgendwie Zipfelmützen da direkt so ein Bommelchen dran machen. Dann wollte ich ja gerne die Teelichter zu Weihnachten machen. Die zeige ich euch dann auch noch. Und da brauche ich ja für rechts und links so als Kopfhörer ja auch solche Teile. Deshalb habe ich gedacht, dann nehme ich mir die heute mal mit. Dann fand ich noch schön die, weil die habe ich mir ja diese schwarz-weißen Kätzchen geholt. Die habe ich euch ja damals auch vorgestellt. Und jetzt hatten sie solche Vögelchen. Die fand ich jetzt auch sehr schön. Dann nochmal für meine Schnullerketten. Kann ich auch immer gebrauchen. So Häkelblümchen. So, und dann hatten die so tolle 3D-Sticker. Einmal diese. Da wollte ich nämlich gerne eine schöne Weihnachtskarte vom Basteln und dann halt, ich habe so einen Kaminstandsteil und da würde ich das dann gerne so wie die in Amerika immer haben, so einfach so eine Kette drüber hängen. Habe ich schon eine ganz tolle Idee. Die fand ich sehr schön, dann fand ich die sehr schön und die hier mit den Lebkuchenmännchen, schaut mal, die sind doch mal herzallerliebst, oder? Die habe ich mir mitgenommen und die hier fand ich auch sehr schön. Die sind zwar groß, aber ich habe gedacht, entweder auf ein Geschenk oder wirklich auf eine Karte. Nur das Teil, das sind auch so 3D, so Push-Up. Und die fand ich echt auch so schön. Mit den Elchen, schaut mal, sind die nicht toll? Und dann nochmal hier mit Schneemännern. So, und dann habe ich mir noch dieses Teil mitgenommen, weil ich mache meinen... So, sorry, hatte gerade geschellt, deshalb musste ich mal eben an der Tür ein bisschen unterbrechen. Dann habe ich mir noch dieses tolle Schild mitgenommen, ist auch so ein Pufferwandsticker, weil ich habe meinen Flur umgestaltet und da passt das von den Farben so schön dazu und habe gedacht, die klebe ich mir entweder auf meine Garderobe oder an die Wand. Den fand ich auch mega schön. Für 3 Euro habe ich gedacht, das ist super. Und noch diese Tütchen mit der Maus. Das sind dann 10 Geschenkebeutel, wo man Kekse, Süßigkeiten oder so. Die fand ich jetzt ganz recht niedlich. Habe ich mir auch noch mitgenommen. Und ich habe dann in der Zwischenzeit, da war so ein Teil drin zwischen den Batterien, wie es dann immer, das kam nur nicht vorne raus. Deshalb muss ich es machen und dann habe ich die jetzt. So, schaut mal. Ich glaube, so groß darf die Flasche nicht sein, sonst müsste man schon mehr Lichter unten drin haben. Also ich finde das schon so richtig toll, wie gesagt. Und da wollte ich dann halt wirklich gerne hier so eine Folie drauf machen mit Let It Snow oder irgendwas Weihnachtliches. Ich hoffe, das könnt ihr gut sehen, auch wenn es ein bisschen hell jetzt hier ist. Ja, meine Lieben, das war es, was ich heute gekauft habe. Wie gesagt, ein ganz kurzes Video. Aber
Ich musste euch die Sticker unbedingt zeigen. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns, sobald ich alles vom Action habe. Und wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende, meine Lieben. Bis dahin, eure Mariam von Marians Kreativland. Tschüssi!